Perfekte Chaos grüßt euch zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Im letzten Part haben wir unser Schwert wieder geupgradet, diesmal zu einem flammenden Masterschwert, und heute werden wir uns jetzt zum nächsten Dungeon begeben. Denn ich glaube, mehr können wir jetzt gerade ohnehin nicht machen, denn wir haben aus dem letzten Dungeon gerade mal das Upgrade geholt, was uns mehr Stärke verleiht. Und ich glaube nicht, dass man damit schon etwas machen kann. Und ich, Idiot, habe gerade die Liste mit den Herzteilen und das Container nicht aufgemacht. Ich glaube, ich muss das kurz noch schnell holen. Kann ich das auch noch überprüfen, ob da wirklich nichts ist. Aber wenn jetzt wirklich nichts ist, dann werden wir uns dann jetzt mit dem nächsten Dungeon begnügen. Und der zählt zu meinen nicht gerade so Lieblingsdungeon. Ich hole jetzt mal kurz das Dokument und ich wollte jetzt nicht daraus tappen spielen. Ich hole jetzt mal kurz das Dokument, das heißt, es gibt einen kurzen Cut. Dann bin ich gleich wieder für Sie da. Also bis gleich. So, dann wäre das auch erledigt. Ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut. Es gerade keine Herzteile, denn die letzten, die uns fehlen, die sind alle gut und gerne erst auch nach dem 5. Tag zu. Das heißt, wir werden jetzt leider. Gib mir die verdammte Bombe her! Danke! Wir werden jetzt uns mit dem 5. Tag, mit dem Eispalast jetzt thematisieren. Und da wird auf jeden Fall der Feuerstab schon mal grob vorausgesetzt, vor allem wegen diesen Eisgegner, weil die sind gerade sehr empfindlich gegen Feuer. Ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt spricht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Astral ist. Oder Zelda. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Astral ist. Hören meine Worte, Sonic. Die magischen Flammen werden dich in diesem eisigen Verlies beschützen. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es Astral ist. Und generell würde ich auch sogar empfehlen, spart die Magie auf, wenn es noch geht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Eisgegner habt, dann benutzt die Eismagie gerne. Versucht es so gut wie möglich zu sparen. Vor allem wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt keinen halben Magieverbrauch habt, dann ist es besonders empfehlenswert, wenn ihr Magie sparen könnt. Es gibt da wichtigere Orte, an denen sie bräuchten. Zum Beispiel hier, die Gegner hier. Die sind die schlimmsten. Ich weiß nicht, ob man die mit dem Feuerstab gleich besiegen kann. Irgendwie konnte man mit einer Waffe sie leicht besiegen, aber ich weiß nicht mehr mit welcher. Das weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, einfach, die Pinguine sind einfach die nervigsten Gegner in diesem Spiel. Oder sagen wir, einer der nervigsten. Die haben jetzt auf jeden Fall den Kompass, da wissen wir auf jeden Fall, wo der Boss ist. Und der ist heute auf Ebene KG7. Wenn wir dann die Karte haben, dann zeige ich euch auch noch den gesamten Umriss des Dungeons. Der wird wahrscheinlich auch nicht allzu weit versteckt sein. Und jetzt würdet ihr jetzt das ohne dem Level 3 Schwert machen. Und dann viel Spaß. So, ich nehme jetzt doch das magische Puder. Ich hoffe, dass ich dann die Fee Hexte Fee damit bestäuben kann. Aber erstmal muss dieser Pinguin dran glauben. Und erwischt. Okay, das ist also nur ein Rückweg. Ja, jetzt sind wir halt kurz mal wieder mal Bunny. Aber nur für kurze Zeit. Jetzt wisst ihr, wieso ich die Pinguin-Gegner hasse. So, und für die, wenn ich jetzt schon die bei dem Feuerstab
Dann kriegen sie wenigstens keine Kinder mehr. Wenn sie noch Magie zurückgeben, ist es sogar noch exquisit. So, die braucht mir jetzt auf jeden Fall eine Bombe, weil wir müssen dafür sorgen, dass der Schalter wieder aktiviert wird, weil sonst kommen wir nicht an diese brüchige Boot ran. Und wieder einen weiteren Stockwerk nach oben bringt. Und die Skelettritter. Schlag sie einmal mit dem Schwert an und dann legt noch eine Bombe in, um sie endgültig loszuwerden. Das sagt doch der Hinweis hier. Du kannst den Skelettritter nicht durch das Schwert allein vernichten. Sobald das Skelett sich zusammenfällt, ist es durch eine andere Waffe verwundbar. Es spricht durch eine Bombe. Es hat so wie mit Knochen, wenn das durch eine hohe Sprengkraft ausgesetzt wird, dann geht es einfach kaputt. Einfache Logik. Und der Arm ist auch nicht gerade besser, weil da noch bewegbare Böden sind. Und dann diese Stachel-Dinger. Und ich glaube, den muss ich jetzt nicht betätigen. Was ich aber muss, ist einer der Gegner besiegen, der einen Schlüssel hat. Nur die große Frage, wer hat den Schlüssel? Ah, der hat ihn. Lass uns mal den Schlüssel zu uns kommen. Sogar besser, als wenn wir jetzt hier durchlaufen. Ich glaube, den Schalter müssen wir nicht betätigen. Ja, weil sonst kommt man hier nicht weiter. So, dann machen wir jetzt erstmal kurz den Weg frei und lassen die Feuerbare mal nochmal durchlaufen. Und dann können wir uns dann hier verstecken. Dann haben wir auch genug Zeit, um der Feuerbare wieder zu entkommen. Für den Tag würde ich auch empfehlen, nehmt auf jeden Fall auch noch ein paar Elixiere mit. Sollte es mal mit der Heilung dann doch nicht mehr so gut klappen. Bei einer Frage, würde das Feuermaterial gut helfen gegen die? Ja. Okay, auf jeden Fall. Wenn ihr das Feuermaterial habt, dann benutzt es. Und wenn ihr noch die halt Magieverbrauch habt, dann unterbrochen benutzt es. Und tut doch keinen Zwang, und benutzt es einfach. Dieser Raum ist auch noch fies. Ich will jetzt mal schauen, was da oben ist. Anscheinend nichts. Nur, dass man hier runterfallen kann. Und ein weiterer Hinweis. Sonic, pass auf, dass sich deine magischen Kräfte nicht so schnell erschöpfen. Wenn du kein Zauberelixier besitzt, dann geh sparsam mit deiner Magie um. Überanstrenge dich nicht. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Wenn ihr nur einen Gegner habt, dann lohnt sich's. Ehrlich gesagt nicht. Das benutzt es nur, wenn ihr mehrere Gegner habt. Und dann lohnt sich das schon, eher es zu benutzen. Und die Eisbären machen den Dungeon auch nicht gerade einfacher. Wenn man da gerne rutscht. So, was müsste hier noch ein Schalter sein? Ja, damit ich wieder in den hinteren Raum kann, dann wäre ich dann bei der Treppe. Die ich ja nicht genommen habe. Okay, dann würde ich noch weiter runterkommen. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade ein bisschen zu viel geskippt. Und ich glaube, ich muss wahrscheinlich runterspringen. Seht ihr, was ich vorhin gemeint habe? Rutschige Böden. Man kommt dann nicht mal durch die Eingänge rein.
Weil jetzt habe ich nämlich auch die große Truhe geskippt, aber ohne großen Schlüssel bringt mir das auch nicht viel. Also, sobald ich den großen Schlüssel habe, muss ich auf jeden Fall dorthin. Und einmal muss ich dann auch noch den blauen Schalter aktivieren, damit ich dann diesen Fels hochheben kann. Der wird gerade noch blockiert. Oh, gib mir den Fee. Danke. Oder die Fee. Wahrscheinlich habe ich gerade den Fee gesagt, das wäre wieder grammatisch inkorrekt. Und den Schlüssel haben wir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur schauen, wie es weitergeht. Weil der Dungeon ist halt noch verwirrender als sonst. Ich glaube, ich muss jetzt hier wieder den Schalter finden. Ja, da ist er. Damit ich da unten weiterkomme, weil wir müssen jetzt nämlich den Rückweg antreten und irgendwo unterwegs nämlich auch noch den Boss-Key finden, damit mir auch dann die große Truhe öffnen kann, denn das Dungeon-Item hier wird das auf jeden Fall wert sein und das will ich unbedingt haben. Jetzt ist nur gerade die Feuerball wieder an einer blöden Position. So, jetzt kann ich durch. Ich glaube, der bewegt sich noch. Oder auch nicht. Hätte schwören können, dass sich der noch bewegt. Aber der hier. So, mal alle Gegner besiegen. Okay, gibt hier keine Truhe. Weil die stehen alle stramm sind. Höchstwahrscheinlich ein Statuen. Okay, jetzt sind wir schon mal oben. Jetzt muss ich schauen. Also die oberen Eingang habe ich auf jeden Fall noch nicht benutzt. Das heißt, ich würde mir jetzt mal den oberen Eingang nehmen. Also ich öffne jetzt die Tür, damit ich dann auch die obere aufmachen kann dadurch. Ist offen. Okay, da wieder Feuermedaillon, weil es sind doch mehrere Gegner. Die stören mir noch. Wenn sie mir im Wege stehen, wenn ich den Entrag benutzen will. So, die Bombe können wir auch noch zu uns ziehen mit dem Enterhaken. So, da ist nichts. So, und ich glaube, jetzt komme ich dann an eine Stelle. Ja, da müssen wir uns jetzt rüberziehen mit dem Enterhaken. Wenn wir auf die andere Seite kommen. Dann können wir hier noch einen Schalter freilegen, die uns hier eine Truhe gibt. Mit einem Key. Jetzt haben wir halt das Problem. Wir kommen jetzt wieder zurück. Aber wir haben ja immer noch den magischen Umhang. So. Braucht halt nur sehr viel magische Energie. Kann man die Wand sprengen? Nee. Ist also doch zu massiv. Sie hat zwar einen Riss, aber die hält dann doch mehr aus. Noch eine von diesen Skelettritter, die gerne mit einer Bombe begrüßt wollen. Und nein, das ist nicht Ahmed, der tote Terrorist. Für diejenigen, die jetzt den nicht kennen, das ist so eine Puppe. Glaube ich jetzt zumindest, dass es eine Puppe ist. Ich bin ihm jetzt nicht so genau. Also ich glaube, dass es eine Puppe war.
Bin mir nicht mehr so ganz sicher. So, jetzt haben wir auch die Karte gefunden. Jetzt können wir endlich mal die Dungeon mal genauer blicken. Ziemlich riesig, aber es hat halt nur so kleinere Räume. Sind halt über die Ebenen sehr viel verteilt. Und der Boss ist alles andere als einfach. Das kann ich jetzt auch schon sagen, dass wir dann gegen den Boss überstehen. Halleluja! Das wird dann kein leichtes Unterfangen. Oh, jetzt fährt uns immer noch der Boss-Key. Und da ist er auch schon. So, damit können wir jetzt da den ganzen Weg jetzt wieder gehen und dann auch die große Truhe öffnen. Es wird jetzt langsam Zeit. So, erstmal werden die Pinguine mal mit platt gewalzt, mit einer Feuerwalze. Oder eben mit einer Feuerexplosion, eine Walze ist es ja gar nicht. Wenn du schon so... Danke. Und so daher kommst, werden wir dich gerne wieder umwandeln in eine gute Fee. Von Böse zu gut. Also ich muss jetzt eine Zweifachbombe, glaube ich, werfen. Wobei nein, das braucht man glaube ich gar nicht. Ich glaube, unten gibt es auch noch etwas. Ich glaube, da braucht man keine Bombe zu werfen. Das wüsste ich nichts davon. Irgendwo gibt es sowieso noch einen Schalter. Rex. So, die müssen jetzt wieder alle besiegen, damit die Tür aufgeht. Wir haben ausgesprochene gute Geburtenrate. Die gebärden sich wieder sehr schnell. Aber wenn es geben sie einem immer wieder Bomben, wenn man sie besiegt. Wäre auch schade, wenn sie das nicht hätten. Dann hätte man nur eine Bombe. Und es sind zwei von denen. Lass mich jetzt durch, verdammt nochmal! Danke. Jetzt weiß ich nicht, wo ich verblieben bin. Cool. Cool, und ich stürze noch in die Schlucht. Okay, dann halt nochmal. Darf jetzt halt dann nur nicht am Ende wieder alles versauen. So, ihr fünf wird auch gleich mit der Feuerexplosion wieder geplättet. Wenn es geben sie einem sogar noch Magie zurück. Das ist sogar noch sozial von denen. Ah, durch die Tür da drüben. Wir können sogar den Schlüssel sparen, wir brauchen die Tür gar nicht mal mehr zu öffnen. Das Problem bei uns bringt es halt nichts, weil... Sagen wir es mal so, die Schlüssel sind halt für den Dungeon untereinander. Aber ich sehe es nicht ein... den Schlüssel zu benutzen und hier ist also nichts. Ich hätte schwören können, dass man das auch noch verschieben kann in irgendeine Richtung. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Dann nehmen wir jetzt gleich die Treppe. Und dann muss ich dann hoffen, dass ich die richtige Ort sprenge. Erst einmal wirst du mal zerschmolzen. Und du auch. Weil das gibt noch eine Truhe mit ein paar Bomben. Und ich glaube, ich muss das hier sprengen, damit ich an die Truhe rankomme. Okay, spielt keine Rolle, man kann jedes bomben. Und hier haben wir die blaue Rüstung. Damit machen die gegnerischen Angriffe weniger aus.
Um es jetzt als Kurzfassung zu erklären, jetzt mit der blauen Rüstung machen jetzt die Gegner nur noch halb so viel Schaden. Ein kleines Beispiel, würde ein Gegner uns ein Herz Schaden machen, würde jetzt in diesem Fall uns nur noch ein halbes Herz Schaden machen. Und das hier ist auf jeden Fall wert. Holt es euch auf jeden Fall. Lasst es nicht entgehen. Das ist sozusagen ein Must-Have-Item. Hier hat eben in der Form ein Must-Have-Tunic. Das wird unser Abenteuer jetzt um einiges vereinfachen. Vor allem für die overpowerten Gegner, wenn sie zum Beispiel 4 Herzen Damage machen, machen sie es halt jetzt nur noch mit 2. Das ist jetzt sozusagen wie eine Double Defense. Für die Leute, die jetzt fragen, was eine Double Defense meint, das ist zum Beispiel wie bei Theo Majora's Mask. Da gibt es ja auch so etwas. Wenn man ein Upgrade hat für die Herzen, dann man einfach nur noch halb so viel Schaden hat, nimmt. Das ist dann für mich wie. Das ist für mich dann halt den Oberbegriff Double Defense. Wenn wir den Felsen entfernen könnten, könnte ich noch an die Feen ran. Aber ich müsste halt wissen, wo könnte ich einen Schalter umlegen. Ich wüsste gerade keinen. Wobei, ich glaube, ich wüsste, wo einer ist. Aber dann müsste ich den ganzen Weg nochmal zurück. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mir wert ist, die Feen zu zeigen. Wobei, ein bisschen Zeit haben wir noch, wir können es ja mal tun. Ich glaube, wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Schlüssel. Zumindest glaube ich jetzt, dass wir den Schlüssel bräuchten. Ich schaue jetzt nur mal kurz ran und wenn ich nichts darüber finde, dann lasse ich es auch. Weil bringt es nicht, wenn ich jetzt eine halbe Ewigkeit suche und ich finde nichts. So, danke, Fee. Weil dann muss ich jetzt einen Schalter drücken und dann halt diesen Weg. Darf ich mal durch die Tür gehen, bitte? Danke. Muss ich halt den Schalter drücken und dann diesen ganzen Weg zurückgehen. Ich glaube, das ist dann mit diesem Schlüssel gemeint. Zumindest glaube ich jetzt mal, dass es damit gemeint ist. Dass dieser Rückweg dann halt doch einen Sinn hat. Ich glaube es jetzt zumindest. Es ist jetzt halt nur nervig für euch, das mit halt zu sehen. Okay. Ich kann wissen, wo der Schalter genau ist. Weil ich weiß jetzt auch nicht genau, wo der ist. Wenn ich ihn jetzt nicht gleich finde, werde ich das auch sein lassen. Weil mehr Zeit will ich jetzt auch nicht dafür verschwenden. Ich will wenigstens den Dungeon noch in diesen Part noch reinquetschen. Samtboss. Dass ich dann im nächsten Part mich um den nächsten Dungeon kümmern kann und ein paar Herzteile noch zwischendurch reinschieben kann. Und hier sehe ich, ich könnte jetzt eh nicht zurück. Okay, dann habe ich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Also irgendwie kommt man runter. Ich weiß nur nicht genau wie. Ich glaube, ich mach mal einen Cut und ich mach das mal off-cam. Dass ich mal off-cam mal nachschaue, wie das nochmal geht. So, jetzt wäre ich hier. Da wollte ich nicht hin.
Okay. Wir sehen uns dann gleich nach dem Cut. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Ich habe mir jetzt das Gesamte nochmal angesehen und anscheinend kannst du von oben gar nicht mal daran, ohne dass du einen Trick benutzen musst. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen versteckten Kristallschalter, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr dann zu suchen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wer weiß es. Wahrscheinlich der hier. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade eine halbe Ewigkeit damit verschleudert. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich damit zu tun. Ja, ich glaube, das war damit zu tun. Ich bin einfach so ein Idiot. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch mehr ausschneiden, weil ich gerade ziemlich viel Scheiße gelabert habe. Ich muss dann sehen, wie es dann bei der Bearbeitung genau ist. Auf jeden Fall ist der Kristallschalter unten. Und Speedrunner, die können es auch von oben machen. Da müssen sie nicht die ganze Prozedur machen. Jetzt müssen wir halt den Weg hier außen gehen. Dann eben dann wieder von hinten dann durch und dann den Fels hochheben. Also habe ich gerade 15 Minuten falsch gedacht. Ich muss es dann am Ende bei der Bearbeitung nachsehen, wie ich das genau zuschneide. Kann auch sein, dass es vielleicht einen Hardcut gibt. Wahrscheinlich wird es ein Hardcut. Das wäre sogar empfehlenswert, wenn ich einen Hardcut mache. Da muss sogar halb YouTube nicht noch mitbekommen, was ich wieder für einen Unsinn gebaut habe. Mal sehen, aber komm jetzt wieder zurück. Jetzt wisst ihr auch, wieso ich diesen Dungeon hasse. Oder nicht mag. Hassen ist schon eher ein anderes Wort. Ich mag es noch harmlos. Dafür ist der nächste Dungeon schon ein bisschen, dass ich schon eher mehr mag. Aber auch nicht gerade einer meiner Lieblingsdungeons. Ich mag ihn dann halt ein bisschen mehr. Als dieses verworrene Teil und ich. Ich will unbedingt noch Randomizer aufnehmen. Ja, denn ich habe nämlich auch schon wieder ein weiteres in Planung. Ich kann schon mal sagen, es ist sozusagen ein direkter Nachfolger von OOT, das ich gerade angefangen habe. Und sagen wir mal so, der Gast, der damals dabei war, der liebe Keanu, ist auch wieder mit von der Partie. Wir haben das jetzt schon gestartet, aber wir wissen noch nicht, wann es genau kommt. Vielleicht wird es irgendwann mal nach diesem Projekt bald der Fall sein. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir sind aktuell erst noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir es erstmal genauer entscheiden. Vielleicht kann es auch sein, dass es dann den Randomizer auch erst im Herbst zu sehen kriegt. Das kann ich im Voraus nie genau sagen, wann die kommen, weil es wird dann auch in Zukunft so sein, dass jetzt die Projekte auch unregelmäßig kommen, dass ich jetzt auch keine Zeitpläne mehr einfüge und dann auch nur noch dann auch ein Projekt, höchstens zwei am Laufen halte. Aber dafür wird dann. Ich bin mir auf jeden Fall überlegen, dass ich dann, wenn es dann nur ein Projekt ist, dass ich dann auf jeden Fall mehr als zwei Parts die Woche raushaue. Vielleicht drei oder vier. Also die Erinnerung wäre jetzt so in etwa. Aua! Das
so im Gedanken wäre so etwa so 3 bis 4 die Woche, wenn es so geht. Aber es kann dann auch sein, dass dann zwischendurch auch mal lange Zeit mal nichts kommt, weil wenn ich dann mal gerade sehr viel gerade am Aufnehmen habe, dann wird mal zwischendurch auch mal gerade nichts kommen. Also es kommt als darauf an, wenn ich gerade was habe, dann kommt, wenn ich gerade nichts habe, dann wird halt gerade auch nichts kommen. Also es ist dann in dem Format, es kommt was, wenn es kommt, und wenn nichts kommt, dann habe ich gerade halt nichts zur Hand. Also sagen wir es mal in dem groben Sinn so. Wir sind jetzt auch ein bisschen über der Zeit, aber den Boss klatsche ich jetzt noch rein. Ich habe jetzt gerade Bock, den noch zu verprügeln. Eisgegner. Und frag mich nicht, wie der heißt. Ich weiß es nicht. Und solange ihr Magie habt, verwendet die. So, und da wir jetzt eh sowieso Rubin im Überschuss haben, noch ein Super Elixier. Kann ich dann wieder gleich eins kaufen. Okay, einer ist weg. Der zweite ist weg. Dann lebst nur noch du. Und der dritte ist weg. Also mit dem Feuerstab und dem Super-Elixier seid ihr da sehr gut beraten. Somit haben wir jetzt den Herzcontainer von ihm und Maid Nummer 5 befreit. Also schon mal, was ich als erstes tun werde, auf Cam ein neues Super-Elixier kaufen. Die kosten ja wenigstens nur 160 Rubin und ich habe sowieso sehr viel Geld. Sonic! Du hast mich aus den Clown der Ungeheuer befreit. Ich bin dir auf ewig dankbar. Man sagt, die Heiler verfügten ebenso wie die 7 Weisen über geheimnisvolle Kräfte. Doch das Blut der Heiler ist schon lange nicht mehr rein. Und selbst wir, die Nachfahren der Weisen, verfügen nicht über die gleiche Macht wie unsere Vorfahren. Doch wenn wir unsere Kräfte mit dem Mut der Ritter und der Weisheit der Weisen kombinieren, können wir dir vielleicht dennoch im Kampf zur Seite stehen. Jedoch bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten öffnet. Je nachdem, weil du jetzt auch so viel Zeit verschwendet hast. Besiegst du Ganon, wird diese Welt vergehen und das Dreifuss wird ruhen, bis es von einem neuen Meister beansprucht wird. Ich glaube an dich. Viel Glück! Hast du alles verstanden? Ja, aber du musst es jetzt nicht gerade noch meine Wunde noch mehr versalzen. Entschuldigung, aber möge der Weg des Helden zum Triforce führen. So, hast Dungeon erledigt, Dungeon 5 durch. Mit Dungeon 6 geht's dann im nächsten Part dann los. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall ein neues Super Elixier. Und dann sehen wir uns dann in der Nähe des Wüstensees, weil dort würden wir uns dann wiedersehen. Also bleibt dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Also bis dann. Ciao.